My, what's this? Are you learning a thing or two? My dear newbie, there's hope for you yet. Heilen. Und mal eben tanken. Okay. Vielleicht kann ich dann jetzt einfach mal Upgrade Stufe 2 von den Dingenskirchen holen. Vom Motor. So. Und das hier machen wir auch noch eben. Dankeschön. 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 Ah, ich hab... Leiterplatten will ich nicht. Okay. Das will ich. Stahlplatten. Okay, damit haben wir jetzt Stahlplatten. Okay, ich habe 0,5. Ja. Okay. Bleiplättchen. Glitzerner Fels, ey, okay, da bin ich ja durchgefahren. Abschleppwagen, okay. Ah, ich brauche noch eine Gasflasche. Warten, Mist. Okay, also, wie viele Stahlplatten brauche ich denn? 1, 2, 3, 4. 4. Okay. War das hier, das? Das Auto. Okay. So. Okay. Damit haben wir jetzt ja schon mal ein bisschen neue Sachen, ne? Ja. Nice. Damit haben wir alles auf Stahl umgebaut, sobald wir den letzten hier anbauen. Außer die Heckschürze. Verschrotter, Absauger habe ich noch im Auto.
okay, das habe ich. Was war das? Dichte an Benzin niedrig, aber Fahrzeugdichte ist hoch. Ich will Lampen und Stahl. Okay. Wollen wir mal hier hin. Oh. Max Häuser. Niedriges Fahrzeug oder hohes Fahrzeugaufkommen. Niedrig Benzin. Oh. Aber ich kann ja mal eben den Staubsauger anschmeißen. Schmeißen wir das hier rein. Nice. Dann wollen wir jetzt mal auf die Mission fahren. Geht's zur nächsten Mission. Oh. Nee. Das nicht. Guten Abend erstmal. Mir geht's heute nicht so gut. Gestern ein bisschen zu viel getrunken. Ja, und wie geht's dir? Gestern gut überlebt.
Ja, okay. Das ist natürlich, sonst natürlich immer sehr positiv, wenn man keinen Alkohol trinkt, auf jeden Fall. Oh, und über diese Anomalien. Ich empfehle nicht, dass du viel Zeit um sie spendest. Unless you've got a death wish, in which case, be my guest. When we're all dead and gone, and limb technology but a footnote in the history books, the anomalies will remain. They're the legacy of our work here, and the Olympic Peninsula belongs to them now. Oh, krass. Ja, siehst du, dann ist das ja in Ordnung. Bei mir aktuell auch. Also jetzt war gestern teambildende Maßnahmen. Haben wir ein bisschen was getrunken, aber ich kann das auch nicht mehr ab. Und ich mag das auch nicht. Also dafür, dass ich gestern so an sich wenig getrunken habe, gibt es mir heute relativ bescheiden. Ja, aber oh, Spaß hat es trotzdem gemacht, auf jeden Fall. Cool. Nee, wir haben da so richtige Sachen gemacht mit pädagogisch wertvollen Spielen und sowas. Also, war ganz lustig, aber irgendwie, oh Gott, irgendwie dann doch nichts für mich. Wenn man es so nennen möchte. Also, das, was wir heute Vormittag gemacht haben, Projektbesprechungen und so weiter, das war bedeutend interessanter und besser als, oh Gott, als der andere Kram. Keine Radioaktivität bis jetzt. Oh, die Radioaktivität ist nicht gut. Kriegen wir davon Folgeschäden? Nee. Okay, das ist schon mal gut. Das wäre eigentlich auch interessant, wenn wir dann im Dunkeln leuchten. Okay, schade. Also.
Also ich würde das Haus erkunden, die Straße runterfahren, die zwei Sachen einsammeln und dann... Wow. Ups. Und dann mal weiter gucken. Was ist das? Oh. Okay, das Sperrgebiet Absender KU. Oh, das wollte ich mal ausprobieren. Ganz schön fies, aber finde ich lustig. Oh. Hallo. Oh. Hm. Dazu passt auch, deine Zähne sind wie Sterne, gelb leuchtend und weit auseinander. So, eben fix das hier holen. Und dann holen wir den hier noch eben. So. Und dann müssen wir gucken, ob, dieses Feld dann näher kommt oder nicht. Da bin ich gespannt. Kriegen wir das hin? Einen schönen Sprung oder wird er absolut lächerlich? Oh mein Gott, das funktioniert doch hinten und vorne nicht. Hui. Ups.
Okay. Dann. Okay. So, hier soll eigentlich ein Haus sein. Da ist das Haus. Oh. Okay. Dann holen wir uns hier erstmal die Sachen. Dann können wir da jetzt durch, denke ich mal. Oh oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Also Autofahren kann ich. Sehr gut sogar. So, und jetzt fahren wir das erste Mal in eine neue Zone rein. Das habe ich auch noch nicht gemacht. Okay. So. Ich musste keinen Fahrer machen. Hä? Hey. Ja, wir haben... Oh Gott. Wie viel es hier gibt. Oh, nice. Züge. Wir haben gestern richtig nice gegessen und... ja, dann haben wir eigentlich... ich und meinem Team zumindestens... wir waren mit ein paar mehr Leuten unterwegs. Wir sind dann später bei mir in die ins Zimmer rein und haben. Oh Gott. Is there a reason you're driving straight towards the largest honking anomaly in the zone? Oh mein Gott. So, wir haben. Sind dann bei mir aufs Zimmer und haben noch total lange gequatscht und ein bisschen was nebenbei getrunken. Es war richtig nice. War mal was anderes und wir sind mal rausgekommen und nicht immer nur auf der Arbeit. Ja, also das war... Cool. I get you, Francis, but Oppie's got a point. Any remnant energy lingering in the car is too weak to detect with conventional methods. Really? You're gonna take her side? This isn't about sides. That's a good plan.
I won't risk someone's life just so we can log another remnant sighting. The driver can make their own decision. I'm not forcing them to do anything. For all I care, they can lay down and wait until the instability takes them. That would get them out of my hair much faster than all of these shenanigans. Wow. Oh, da kommen wir eben hin.